have to go to jail. But your house on not for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. I hope you find the right man and we'll fix it for you. Nicht viele Städte dieser Größe können derartige sportliche Highlights in ihren Grenzen willkommen heißen. And did you have to pay the fine? You were arguing all the time, I used to dizzy. Die siebte Auflage ist auch gleichzeitig die mit dem sportlichsten, sportlich größten Wert, wenn man so will. Miss your ginger hair and the way you like to dress. Just come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Liga allerdings haben wir hier ganz, ganz selten, wie Sie sie, Herr Hampel, nach Marburg geholt haben. Dass noch was für die Jugend getan wird, finde ich ganz großartig. Es passt zu dem Verein, es passt zum Turnier, es passt zu allem, was ich hier bisher in den letzten Jahren habe erleben dürfen. Dass Sie ein solches Turnier nach Marburg geholt haben, in Marburg auf die Beine gestellt haben und auch nicht nur einmal, sondern so erfolgreich, dass die ja immer wieder alle herkommen, ist allerdings einer besonderen Auszeichnung wert. Deshalb freue ich mich, Ihnen heute das historische Stadtsiegel der Universitätsstadt Marburg überreichen zu dürfen, um ein bisschen auszudrücken, wie stolz wir darauf sind, dass wir in Marburg mit Ihnen ein solches Ereignis haben. Herzlichen Dank.